Vater! Musst du wirklich gehen? Du weißt, es geht nicht anders, Liebes. Deine Aufgabe ist es, das Schloss zu beschützen. Du darfst mir unter keinen Umständen folgen. Aber Vater. Etwas stimmt nicht mit dem Wind. Ich muss zum Windschrein, um sicherzugehen, dass der Kristall unversehrt ist. Okay. Ja, aber ich habe es auch bemerkt, aber alleine dorthin zu gehen. Lena, mach dir keine Sorgen. Habe Vertrauen. Aber Vater! Und da fliegt er davon. Ja, ja, ihr habt schon gesehen, wir spielen heute Final Fantasy 5. Tschüss, winke, winke. Nice. Ja, wir spielen heute Final Fantasy 5. Der Wind, er weht nicht mehr. Ich muss mich beeilen! Der Wind hat aufgehört zu wehen. Vater! Du Scheiße. Was zum? Chocobo, das ist Boko, das ist Boko! Wisst ihr, wer das P verfolgt hat von Final Fantasy 9, der kennt Boko. Denn von dem habe ich eine Karte gefunden. Der andere Typ, das ist der gute Bartz. So wie das Spiel Bartz. What the fuck ist das? Ich weiß nicht mal. What the fuck? Eine Kartoffel! Wo stürzt die Kartoffel ein? Boah, es ist halt eine interessante Sache. ETF. Ja, und da können wir spielen. Ich muss gleich mal was sagen. Kann ich jetzt schon speichern? Habe ich jetzt gespeichert? Nee, ich kann jetzt, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich mache erstmal einen Sound leiser. Ich muss gleich mal was sagen. Nämlich, ich habe dieses Spiel schon mal angefangen gehabt zu LP'en vor Ewigkeiten. Also Final Fantasy 5, da müssen wir übrigens. Vor Ewigkeiten, das ist wirklich ewig her. Es war ganz am Anfang, es war 2010. Ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich angefangen. Ich glaube 2010, oder? Ja, 2010 müsste es gewesen sein. Ja, da habe ich das Spiel schon mal LP'd. Ich habe davon noch drei Parts. Der Rest, der ist zum Glück irgendwo verschwunden in der Ewigkeit. Der soll auch nie wieder auftreten. Boko, warte hier auf mich, okay? Okay. Denn das war... Das ist ja sowas von peinlich, dieses LP. Aber gut. Ich, das hier ist, muss ich gleich sagen, ich habe damals die Gameboy-Version gespielt, jetzt, heute spiele ich die Super Nintendo-Version. Die gibt es eigentlich nicht auf Deutsch. Allerdings ist das eine fanübersetzte Version. Man findet im Internet eigentlich keine fanübersetzte Version von dem Spiel. Allerdings gab es ein Projekt, das auch schon so ziemlich fertig ist, aber
Welche Taste? Warum? Warum mit der? Habe ich das überhaupt richtig ein... Habe ich meine Tasten richtig gekonfigt? Welches Spiel benutzt die... Welche Taste ist das überhaupt auf dem Controller? Wo ist mein DS? Ich muss schauen. Ich finde nicht mal mein DS. Ich schau mal eben, ob die Tastenconfiguration stimmt bislang. Tatsächlich, die stimmt. Welches Spiel benutzt? Welches Spiel benutzt die A-Taste bzw. auf dem Xbox-Controller die B-Taste bzw. auf dem PlayStation-Controller die Kreistaste, um was auszuführen? Dafür nimmt man auch X bzw. A oder was auch immer. Hey, bist du in Ordnung? Ja, ich denke schon. Wie kommen die jetzt hier? Dir gebührt mein Dank. Achso, dir gebührt mein Dank. Mein Name ist Lena und du bist? Ich? Bartz. Bitte einen Namen eingeben. Okay, dann nenne ich den ja nicht Bartz. Ich habe irgendwie auch mit den Namen, die es hier gibt, auch nicht so viel zu schaffen eigentlich, muss ich sagen. Dann nenne ich den jetzt einfach mal. Fuck. Scheiß, diese blöde. Ich muss in die Configurations gehen, schauen, ob ich das umstellen kann. So. Nein. Jai. End their lives. Ich bin Jay, mein Chocobo und ich bereisen die Welt. Jeden Tag ein neues Ziel. Jay. Ja. Jo. Bitches. Dieser Felsbrocken fiel plötzlich vom Himmel. Die Schockwelle muss mich erwischt haben. Ist wohl ein Meteorit. Ich dachte, eine Kartoffel. Ein Meteorit? Ob das etwas damit zu tun hat, dass der Wind aufgehört hat zu wehen? Lass mich dir noch einmal denken. Lass mich, was? Ich wünschte, ich könnte dich in angemessener Weise entlohnen, aber ich muss weiter. Was denkst du denn hier, angemessene Weise? Hey, warte, nicht so schnell. Komm, los. Schlagen wir uns in die Büsche. Jay, hast du das eben auch gehört? Nee, was denn? Hilf mir! What the fuck? Da drüben. Gleich mal, dieses Ineinandergehen, das fand ich schon immer irgendwie bescheuert. Config. Kampfart warten, Kampfgeschwindigkeit 5-6. Infogeschwindigkeit. Also, eins ist zügig. Jetzt mal so, Befehle, Standard, schnell, ich hab keine Ahnung. ATB-Leiste, an, aus, an. Mono, Zeiger zurück, merken. Optimal, Ausrüstung. Custom. Einzel. Multi? Nein, Einzel. So, dann hier gleich mal ein bisschen mehr Rot. Ein bisschen mehr Blau. Nein, kein Gelb. Hey, ich mach das Weiß. Hui, jetzt ist es total blau. So wie es am Anfang war. Schwarz! Nee. Ich will es nicht schwarz haben. Ja, wenn's weiß ist, kann ich bestimmt nichts mehr lesen. Geil. Nee, normalerweise will ich's. Hellblau. Muss ich, glaube ich, mehr blau, weniger blau reintun. Weniger blau. Nee, mehr blau, oder? Keine Ahnung. Ein bisschen rot rein. Ein bisschen gelb rein. Irgendwie sieht das scheiße aus, ich mach's lila. Nee, so ein... Bisschen mehr rot. Nicht so viel rot. So, jetzt pass. Wie sieht das Custom... Ey, ich hab den nur auf Custom gestellt, ey. Ist... Okay, ich will auswählen mit X. Dann will ich mit...
habe ich den jetzt hingelegt? Alter, ist wieder Match Configuration. Nein, ich will auswählen mit B. Gut. Ja. Dann will ich Abbruch mit Y. Dann will ich mit X Menü. Und mit A will ich Karte. Ich das? R verteidigen, Select verteidigen. Ja, okay, passt. Ja, gut, jetzt passt. Jetzt passt. Gut. Genug Configuration gemacht. Ja, ich hatte dieses Spiel schon mal Let's Play, allerdings hat nicht zu Ende. Das Ganze ist eine fanübersetzte Version, also man findet im Internet, wenn man danach sucht, eigentlich so nix. Nur ein Projekt, das bereits das angefangen ist und auch schon so gut wie zu Ende. Ich weiß nicht, und ich habe den angeschrieben und der hat's mir dann geschickt. Hey, was ist denn passiert? Ich komme irgendwie nicht drauf. Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Sie scheinen einen ordentlichen Schlag auf den Kopf abbekommen zu haben. Vielleicht haben Sie Amnesie. Das muss es sein. Ah, ich erinnere mich. Mein Name ist Galuf. Das ist doch ein Anfang. Sonst noch etwas? Nein, nur der Name. Mehr will mir einfach nicht einfallen. Bitte verzeiht. So leid es mir tut, aber ihr müsst mich entschuldigen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Wohin willst du? Ich muss zum Windschrein. Der Windschrein. Das ist doch mein Ziel. Ich bin mir ziemlich sicher. Die Sache ist ganz klar für mich. Ich komme mit. Aber Baum. Nichts aber. Allein ist das außerdem viel zu gefährlich für dich. Und ich weiß einfach, dass ich zu dem Schrein muss. Ich habe das im Ruin. Okay. Jay, was ist mit dir? Tut mir leid, ich passe. Jetzt ist es weggegangen. Zum Glück bin ich ein alter Mann. Was ist Sammy? Jay, nochmals danke für alles. Leb wohl. Viel Glück und Segen auf allen deinen Wegen und gute Reise und so. Klar. Ja, wenn man das... Dafür gibt es auch keinen Download-Link, aber der Typ hat mir das halt geschickt und der heißt MI233 oder so. Ich kann ja mal vielleicht seinen YouTube-Link in die Beschreibung setzen. Und ja, der hat mir das eben geschickt, freundlicherweise. Ich weiß nicht, wie sehr... Also es kann sein, dass ein paar Fehler auftreten. Darüber muss man halt dann mal hinwegsehen. Weil das stelle ich mir schon ziemlich viel Arbeit vor. Na komm, Boko, lass uns gehen. Okay. Boko. Joa.